Ja, das ist echt von Natur aus. Ein Shop in der Pfarrgasse 30. Ich biete überwiegend regionale Bioprodukte an im Bereich Lebensmittel, Genuss und Geschmack, Duft und Körperpflege. Es sind lauter kleine Firmen, die an der Handwerkszeit noch richtig von Picke auf gelernt haben und die Sachen nur auch händisch herstellen. Und ich kenne alle Betriebe selbst, war überall schon dort, habe die Produktionen überall schon gesehen. Außerdem führe ich in meinem kleinen Stehkaffee ganz spezielle Kaffeesorten immer wieder abwechselnd. Ich bin ausgebildete Barista und biete daher auch ganz spezielle Kaffees an. Momentan haben wir Brasilien Bourbon, das ist eine Reinsorte aus Brasilien, die natürlich handgetämmt von mir hergerichtet wird, für zum Beispiel wirklich einen exzellenten Espresso oder auch Cappuccino oder Kaffee Latte, wie je nachdem, was die Kunde gerne will. Und wir bieten dazu hausgemachten Kuchen an, meistens aus Vollwertprodukten oder aus speziellen Mehlsorten wie Kamutmehl zum Beispiel, was man so eigentlich in Wels eigentlich nicht bekommt. Ich führe Produkte nicht nur im Bereich Nahrungsmittel, Lebensmittel, Genussmittel, sondern auch im Bereich Körperpflege, Duft, dann sehr viel zum Baden, gerade im Winter. Für sehr viele Badeutensilien, Badepralinen von speziellen Firmen, von einer Linzer Firma zum Beispiel. Aber ich biete auch im Genussbereich, biete zum Beispiel spezielle Öle von der Firma Fandler an, aus der Steiermark, die man zum Beispiel auch toll über Vanilleeis oder Schlag geben kann. Ja, mein kleiner Shop bietet auch Sonnenterprodukte an, die Waldviertler. Und die Produktpalette umfasst Gewürze, Tees, Aufstriche, Körperpflege, Knappereien, Süßigkeiten, Schokolade. Ja, das ist einmal auch noch ein großer Standbein. Und nach wie vor führe ich immer noch Schokolade von Frucht und Sinne, weil das ist einfach meine Lieblingsschokolade.